Medo, die erste Woche ist jetzt fast rum. Wie sind die ersten Eindrücke jetzt in der Wintervorbereitung? Ja, es ist immer besser, wenn du startest im Winter statt im Sommer, weil im Sommer ist längere Pause und dann ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen in Trainingseinheiten. Jetzt haben wir 10 Tage ungefähr frei gehabt und nach der ersten Einheit, die locker war, geht es jetzt richtig zur Sache und ich hoffe nur, dass wir fit bleiben. Das ist das Wichtigste und dann haben wir genug Zeit bis zum Auftakt. Jetzt steht morgen ein Testspiel an gegen Wien Wiesbaden. Inwiefern ist das jetzt einfach nur ein leichter Aufgalopp oder wie ernst ist das jetzt dann auch morgen? Wie ernst nehmt ihr das Spiel morgen? Ja, wir spielen in der dritten Liga, also von da aus sind wir überhaupt nicht mehr schlechte Gegner. Und klar, dass wir haben nur wenig Trainingseinheiten gemacht, deswegen wird es nicht so leicht morgens. Aber ich denke, dass das Wichtigste, was morgen ist, ist, dass wir gesund bleiben, dass wir alle diese Testspiele überstehen und dann müssen wir klar versuchen, die Dinge, die wir haben trainiert, gut umzusetzen. Okay, wir wollen gar nicht mehr so sehr zurückblicken auf die letzten Spiele. Das habt ihr jetzt, glaube ich, auch beim Trainingsauftakt mit dem Trainer nochmal gemacht, spezielles 2:6 gegen Paderborn aufgearbeitet. Was muss sich denn aber ändern jetzt für die letzten verbleibenden 16 Spiele, deiner Meinung nach? Ja, wir haben in den Hinrunde viel zu viele Gegentore bekommen. Das ist nicht was auszeichnet Darmstadt. Wir müssen viel besser in Defensive arbeiten und auch torgefährlicher werden. Das ist eine Sache, die wir müssen ganz deutlich jetzt in Vorbereitung trainieren. Also kompakt gut zu stehen und dann nach Balleroberung oder nach eigenem Ballbesitz guten Chance rauszuspielen und vor Tor eiskalt zu bleiben. Das ist unser Ziel. Ich denke, diese Mannschaft hat viel größeres Potenzial als das, was wir haben in der Hinrunde gezeigt. Man muss schon deutlich sagen, dass die Hinrunde überhaupt nicht gut war. Das ist schon klar. Und zum Glück die anderen Mannschaften, die stehen hinter uns, die haben auch nicht gut gespielt. Aber ich gehe von da aus, dass das wird sich ändern. Die haben sich auch verstärkt und deswegen müssen wir unser Gesicht zeigen und viel besser spielen.